Ah, hallo zusammen, herzlich willkommen bei Vesagan. Ich bin Ben. Und ich bin Sammy. Genau, da ist Sammy. Und da unten sitzt schon bereit. Hallo. Und wir spielen heute weiter das Exit-Spiel. Das mysteriöse Museum. Das mysteriöse. Wenn wir damit fertig sind, dann weiß ich dann, wie es heißt. Da kannst du es aussprechen. Black ist es tief unten. Weiter geht es mit OPQRS und T. Jawohl, wir haben eine 7. Wir haben eine 9. Dann haben wir eine 3. Dann eine 4. Oh, leck du mir ein Bildli. Ein Bildli. Und den Text dazu. Oh, Text. Hey, tschü! Gesundheit! Hey, Gesundheit. Aktivierungsschuh. Leg die Aktivierungskarten im Raum aus und nimm deinen Platz in der Mitte ein. Dreh dich um 90 Grad nach rechts. Tausch dann die Zahlen vor und hinter dir. Oh, das müssen wir gleich machen. Okay. Wir haben die Kiste, das ist die 7. Dann die 3, 4 und die 6. Wir stehen so. Ja, gut. Okay. Moment, dass wir genug Abstand haben. Genau. Dreh dich um 90 Grad nach rechts. Nach rechts. Tausch dann die Zahlen vor und hinter dir. Vor und hinter mir. Vertausche anschließend die Zahlen bei der Staffelei und bei der Kiste. Bei der Staffelei und bei der Kiste. Dreh dich um weitere 90 Grad nach rechts. Jawohl. Dreh nun die Karte links von dir auf ihre Rückseite. Das ist rechts. Nein, ich schaue jetzt erst mal. Ah ja. Vertausche jetzt die Karte beim Baumstumpf und die Karte hinter dir. Dreh dich um 180 Grad. Der Code lautet Kiste minus Baumstrumpf. Eins. Moment, das ist der Stern. Wenn wir schon eins, jawohl. Nach rechts gucken. Nein, gucken. Gucken. Gucken, ja. Gucken nach rechts. Null. Ja. Null, ja, jetzt hätte ich fast gedacht. Ja. Okay. Durch die Beine schauen. Sechs, das ist jetzt aber ein bisschen pervers. Ja. Durch die Beine schauen, sechs. Gut. Wir schauen sexy durch die Beine und erhalten eine 7. So viel zu versteckten Botschaften in modernen Medien. Genau. Wir brauchen Stern, die 11. Und es geht weiter. Es radelt und dampft. Ihr steigt ein, doch anstatt des erwarteten Zup zu hören, fühlt ihr, wie die Maschine sich plötzlich immer schneller dreht. Hier rührt man auf Seite 12 vom Blättern. So, wer muss kotzen? Niemand, die Maschine dreht sich. Okay. La, 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 la. Oh, gibt's oh, was zu? Euch wird schlecht. Siehst du, richtig schlecht. Ah, war die Maschine etwa noch nicht einsatzbereit? Die Einstellung am Kristall schien korrekt gewesen zu sein. Als ihr die Drehung kaum noch aushalten könnt, hört ihr plötzlich einen funkbaren Knall. Peng! Ihr bewegt euch mit unglaublicher Geschwindigkeit vorwärts, inmitten eines großen, dunklen Labyrinths. Oh nein, soll es das nun gewesen sein? Das surrt aus dem Schlitz im Schallpult einen Notizzettel heraus. Blauer Mond. Die Tür ist euer Ziel. Nutze die farbigen Teleporer. Sonst seid ihr für immer verloren. Start rot, blau, grün. Da müssen wir hin, denkt ihr.
Reißt die Seite 13 und 14 aus eurem Buch und macht euch auf die Suche nach dem Weg, das Raum-Zeit-Labyrinth. Da müssen wir die Seite 13, 14. Oh, cool. So. Das ist unser Start. Start, ja. Wir müssen durch. Okay, da ist unser Start. Wir müssen durch. Rot. Dann sind wir auf der Rückseite rot. Da Nein. ist keine Rot. Oh, da ist blau. Ja. Aber kein grün. Das ist dann wieder hier. Ah! Ah doch, dann sind wir da, wäre jetzt rot, ungefähr. Okay. Dann laufen wir da durch, bekommen eine 4. Eine 4, eine 4, Mond 4. Gut, check. Dann sind wir hier. Nicht so grün. Da ist. Wir sind so grün und bekommen eine 3. Eine 3, das stimmt schon. Das ist voll gecheatet. Oh, und ich mal den Tisch an. Das ist hier. Und wir sind eine 1. Dann sind wir beim Ausgang. Unglaublich! Und wir erhalten eine 24. Das erinnert mich stark an das Rätsel im Escape-Raum da in Basel. Mit den farbigen Schaltern, die wir da hin und her schalten müssen. Und wir dürfen die 16. Die Tür geht auf! Ihr seid wieder im Museum auf Seite 15 im Buch. Doch was ist das? Wie sieht es hier aus? Im Fenster der Zeitmaschine seht ihr das Jahr 2420. Ihr seid in die Zukunft gereist. Prompt färbt sich euer Kristall violett und ins Gesicht schlägt euch Ressourcenkarte. Ja. Zuschauer! Ins Gesicht! Und drehst du um. Da steht, da ist ein Mond. Moment, ich muss das Museum noch anschauen. Du musst das Museum noch anschauen. Schau dir das Museum an. Steht jetzt da wieder tot? Steht da wieder tot. Bei den, ja, jetzt sehe ich das Museum. Uhrengut. Mausetot steht unten. Mausetot. Das ist ein Mausoleum, kein Museum. Ja, weil es sind Mausetot. Sie sind ja schon länger tot. Da steht echt Mausetot! Da steht, was denkst du? Da steht. Aua, 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 aua. Kameramann-Notfall, aua. Nur wenn die Sterne richtig kreisen, könnt ihr zurück ins Heute reisen. Damals in stockdunkler Nacht hat Leo diesen Code erdacht, ach dieser Leo, naja, kein Problem für Rätselmeister, für alle anderen Scheibenkleister. Ups, PS, Mona hat dabei gelacht, da hat der Stern zum Bild gemacht. Ich hab das Museum gar noch nicht angesehen. Da ist ein Alien. Hey, bist du das? Da ist ein Mond. Hier ist aber nur zwei Sachen sind dick angeschrieben. Stockdunkle Nacht. Das und Scheibe. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. In stockdunkler Nacht und Scheibe.
Kugelscheibe. Das ist der Stockholm-Kleinacht und deine Scheibe. Die zwei haben den Platz getauscht. Ja, genau. Leonardo und Albert Einstein haben den Platz getauscht. Nur wenn die Sterne richtig kreisen, können wir zu Thalers in Stockholm und Leo diese Kugel. Darf ich das auch mal von der Nähe sehen? Müssen wir das Licht ausmachen? Die Idee, ich würde das Licht mal versuchen ausmachen, ob da dann etwas leuchtet, glow in the dark. Mach mal das Licht aus, Kameramann. Ich mach das Licht aus. Kameramann, mach das Licht aus. Ja, ist immer noch Licht da vom Weihnachtsbaum. Und das bei Scheibe irgendwie? Ja, genau, da leuchtet was. Was? Da leuchtet was, nur wenn die Sterne. Allel! Moment, ich sehe das nicht durch die Kamera. Das siehst du auch nicht. Das leuchtet. Darf ich kurz die. Moment. Warte, ich habe eine Idee. Oh, shit. Warte, ich leuchte zuerst noch richtig ja, toll mit an. Mit Telefonlicht wird das nichts. Ja, gut, versuch's mal. Lass schon mal das große Licht schon mal ab. Wir haben ja da das schon. Ja, okay. Ich sehe es aber ja. Alle. Das sieht cool aus. Oh. Lel. Das sind die richtigen Zahlen, Kumpi. Genau. Ja, vielleicht muss ich das zeigen, ich beleuchte die Schablone. Extra für die Zuschauer. Sagst du mir, wann? Ja, ist gut, mach mal. Ja, da sind sie. Wir haben sie schon, oder ihr habt sie schon in eine Reihe gesetzt. Alles klar, ja? Du kannst das Licht wieder anmachen. Wow, yep. Earthbug. Ja, das ging jetzt schnell. Das war eine schlaue Idee von. Was ist jetzt das 560? 560 geht zur Karte 7. Wir schauen auf die Karte 7. Das muss ja stimmen. Und wir dürfen die 20. Oh, what the fuck? Okay, wir haben da noch Sterne. Ah, da unten müssen sie sein. Unten müssen sie sein. Ah, okay, ich drehe es nach unten und bekomme eine. Moment, 23. Und dann die 12. So, oh cool. Ihr habt es geschafft. Ihr seid zurück im Hier und Jetzt. Alles scheint genau so zu sein, wie es zum Zeitpunkt, als ihr das Museum betreten habt. Sogar die Museumstür ist noch offen. Wird euch irgendjemand diese Geschichte glauben? Der Kristall leuchtet nicht mehr. Er ist farblos und voller Risse. Diese Maschine wird wohl nie wieder irgendwo hinreisen. Doch was ist das? Einer von euch hat etwas aus der Zukunft mitgehen lassen. Ob man euch jetzt vielleicht glauben wird? Nehmt euch die Rätselkarten VWXZ vom Stapel und teilt sie untereinander auf. Ihr dürft es als Andenken an dieses Wahnsinnstrip nach Hause nehmen. Und Y auch noch gleich. Was? Y auch? Ah ja. Es gibt kein Z. Ah, mal. Fang an. Ich fange an. Wir haben ein Außerirdischer. Hier, da habe ich gesehen. Ah. Ja, Zeitungsartikel. Oh, da steht noch was. Da hat das noch viele Zahlen eingetragen. Und dann haben wir hier ein Exit. Ah, das muss eben springen. Und eine Pizzapflanze! Cool! Und jetzt können wir die nach Hause nehmen und dann können wir zu Hause erzählen. Wir haben es geschafft. Schau, den Beweis. Ich habe das Alien. Ich habe die Pizza-Pflanze. Und ich habe da das und Exit. Wir haben die Lottozahlen für das Jahr 2024. Genau. Jetzt müssen wir nur noch 34. Zusehen, dass wir bis dahin auch noch leben. Also, die Zahlen wären 3, 4, 20, 24, 32,
48 und die Zusatzzahl 8. Subi, steht da noch irgendwo das Datum drauf? Ja. 19. August 2034. 2034? Ja, also das heisst... Ja, das schaffen wir ja sogar. Also in 14 Jahren müssen wir einfach diese zahlen. Genau. Aber ihr nicht, weil sonst müssen wir den Gewinn mit ziemlich vielen Leuten dann teilen und so weiter. Genau. 49. So, das war das Advents-Special, das mysteriöse Museum. Ich habe gesagt, wenn wir fertig sind, dann weiß ich, wie es heißt. Ja, ja, ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Fühlst du das auch? Ja. Ich beleuchte jetzt die Schablone. Ja, vielleicht muss ich das zeigen, ich beleuchte die Schablone. Extra für die Zuschauer. Jetzt verstehe ich das mit der Scheibe. Ich habe im Buch eine Scheibe gesucht. Ich meine, diese Scheibe. Scheibe.